Hallo zusammen! So, Frühschicht Nummer 1 ist gelaufen und ja, ich wollte jetzt nicht heute Morgen anfangen zu vloggen. Da habe ich mir gedacht, ich mache das jetzt. Und ja, ich habe mir mal wieder eine Kleinigkeit bestellt, also wirklich eine Kleinigkeit. Man sollte sich ja vor Weihnachten nichts Großes mehr bestellen, ne? Und zwar habe ich mir das hier bestellt. Man sieht es jetzt nicht so gut, aber das sind im Grunde genommen Propellerschoner oder Schützer für die Mavic Mini 2, weil ich ja nicht die Fly More Combo habe. Bei der Fly More Combo ist sowas mit dabei, bei der normalen nicht, also bei der normalen Packung, sage ich mal. Und weil ich die halt öfter einfach mal so in den Rucksack mit reinflamme, möchte ich halt, dass die Propeller geschützt sind. Deshalb habe ich mir die bestellt. Können wir uns nachher mal in Ruhe anschauen. Jetzt muss ich nur erstmal mein Video für heute Abend, also für jetzt, für vorgestern bei euch, hochladen, beziehungsweise noch schnell fertig machen und dann hochladen, weil ich hatte heute keine Pause auf der Arbeit. Deshalb fehlt mir eine halbe Stunde. Und ja, da muss ich nochmal ran. Aber ich hoffe, dass ich das jetzt schnell geregelt kriege, weil ja, ich würde doch, naja, Drohne fliegen wird wahrscheinlich nichts mehr, weil, ich meine, ist schon recht grau da draußen und trübe. Ich schätze mal, die Sonne geht gleich unter und dann war es das eh. Aber, naja, mal sehen. Vielleicht irgendwas muss man ja machen, ne? Weil Vlog, das ist übrigens das Allergeilste. Das muss ich immer und immer wieder sagen. Durchs Vloggen macht man so coole Sachen, die man sonst nicht machen würde. Und das finde ich sehr gut. Also fangt an zu vloggen, ne? Obwohl, die meisten machen ja Videos, ne? Gut, Video ist am Hochladen, dauert jetzt ungefähr eine Stunde. Also 12 Minuten 4K-Video dauert bei mir halt ungefähr eine Stunde. Aber draußen, naja, für raus wird's Wetter nicht mehr reichen. Aber ich habe mir schon mal meine Mini 2 geholt. Und ihr seht, das ist das schlagsige Übel. Und hier das Gegenmittel. Wollen wir mal gucken. Ich entschuldige mich für das Kuscheln. Ich weiß, das ist immer sau laut. So, was haben wir denn hier? Das sind so ganz einfache Silikon-Strapsel. Oh. Schauen wir doch mal, wie das funktioniert. So, Propeller. Propeller so ein bisschen zusammen. Ich gehe mal hier aus dem Bild, dass man das vielleicht ein bisschen besser sieht. So, ich mache die Propeller so zusammen. Auf der einen Seite drüber, auf der anderen Seite drüber. Zack, das war's schon. Mega einfach. Wenn das jetzt hier unten genauso einfach funktioniert, das wäre ja genial. So, schauen wir mal. Klack. Klack. Ey. Und besser geht's nicht. Da ist kein Kruspeln mehr. Sehr schön. Ich bin begeistert. Hat mich gekostet ein Fünfer. Also für einen Fünfer und jetzt kann man das bedenkenlos wieder in die Tasche und muss sich keine Sorgen mehr machen. Toll. Und jetzt? Bisschen doof, weil Wetter. Sieht doch so ein bisschen nach Regen aus oder Schnee. Eigentlich hätte es ja heute Nacht schneien sollen. Ich habe gestern Abend ja noch so gesagt, ich muss morgen früh aus dem Fenster schauen, ob es geschneit hat. Nein, es hat nicht geschneit. Es war viel zu warm. Das war mir schon klar. Was haben wir denn? 5 Grad. So, schauen wir mal, wie sich das Wetter heute entwickeln soll. Im Moment, ja, 5 Grad. Und heute Abend, heute Nacht, gar nichts. Sehr gut. Morgen soll schönes Wetter sein. Morgen soll schönes Wetter sein? Oh, das passt gut, weil also das Video, was ich morgen schneide, ist ja, oder was ich wahrscheinlich heute noch schneide, ist das, was ich am Sonntag aufgenommen habe. Das heißt, das ist ja nur ein Take. Das ist sehr gut, weil dann weiß ich, dass ich morgen auf jeden Fall direkt nach der Arbeit raus kann, wenn denn dann auch noch geiles Wetter ist. Ideal, oder? Dann gehen wir mal mit der Drohne fliegen. Müssen wir mal gucken, wohin. Vielleicht nehme ich die Drohne schon mit zur Arbeit, also in der Tasche natürlich, und dann
Mal gucken, ob wir auf dem Weg irgendwo was finden. Das wäre natürlich. Ach ja, ach, da fällt mir was ein. Ich fliege ja, ich weiß, eigentlich fliege ich ungern an Orten, wo ich sonst immer fliege. Das ist bei mir hier die große Bank, ist halt immer so meine Austeststrecke zum Fliegen. Aber normalerweise mag ich das halt nicht so, immer an demselben Ort zu sein und immer am selben Ort zu sein. Deshalb, ja, mal sehen. Ich glaube, ich habe eine Idee, wo ich morgen mal starten kann, wenn das Wetter geil ist. Aber im Moment sieht es danach aus. Okay, ich mache mich jetzt auf der Couch lang und werde mir irgendwas anschauen, weil ich bin rotzemüde. Arbeit war anstrengend. Keine Pause erklärt alles, ne? Ich habe vorhin auch die E-Mail bekommen von Amazon, dass jetzt auf Amazon Prime der Film 25 km/h jetzt quasi kostenfrei für Prime-Mitglieder verfügbar ist. Würde ich ja gerne gucken, weil der Film sehr geil ist, aber ich warte bis zum Wochenende, weil ich weiß, dass Angie ihn noch nicht gesehen hat. Und dann schauen wir ihn am Wochenende mit Sicherheit zusammen. Aber ich glaube, ich habe noch ein, zwei Folgen von der Serie Liebe und Anarchie oder Anarchie und Liebe, ich weiß es gar nicht, eins von beiden. Die könnte ich jetzt mal zu Ende schauen und wenn ich dann nicht eingeschlafen bin, noch eine Folge Archer. Ach ja, ich habe die Serie durch und irgendwie, es gibt so unheimlich viele Serien, die sich am Schluss so ein bisschen dramatisch darstellen, also Dramaserie. Aber alles in allem war sie gut, war nett zu sehen. Jetzt, keine Ahnung. Ich werde mal meinen Sohn fragen, ob wir einen Film schauen, weil es sind so viele neue Filme erschienen. Das wäre schön. Und ich kann liegen einfach. Mein Gott, es ist immer dasselbe. Erste Schicht, egal was, macht dann völlig fertig. Außer bei der Spätschicht. Da ist man ausgeruht. Aber 4 Uhr früh aufstehen, eher ungeil. Und nachts arbeiten und erst morgens um 7 ins Bett fallen, auch eher ungeil. Aber alles in allem, ich mag meinen Job. Was soll man machen? Na gut, ich frag mal meinen Sohn. Vielleicht gucken wir einen Film. Wow, cool. Wir waren auf Netflix und haben 100 Dinge geguckt mit, wie hieß er? Matthias Schweighöfer und noch einer. Und ja, war ein ganz lustiger Film. Halt so das typisch Deutsche. So ein bisschen mit erhobenem Zeigefinger nach hinten raus. Aber ganz okay. Also wir haben beide Spaß gehabt. Kann man so sagen. Uwe, was machst du da? Vergewaltigt gerade meinen Sessel. Da hinten. Und da sitzt der. Da. Nein, da. Uwe. Genau das meine ich. Ja, und nun trinke ich noch ein Teechen und dann geht's für mich auch schon wieder ins Bett. Ach ja. Morgen kommt mein Kurzer und er will seine Drohne mitbringen. Also werden wir morgen wahrscheinlich Drohne fliegen. Ich weiß nur noch nicht genau wo, weil eigentlich hatte ich ja vor, irgendwie auf dem Weg von der Arbeit nach Hause, aber da wir zusammenfliegen wollen, wird es wahrscheinlich darauf rauslaufen, dass wir hier ein bisschen in die Felder gehen. Naja, wird schon irgendwie werden. Ich würde sagen, für heute war es das und wir sehen uns morgen wieder. Morgen kann ich euch dann berichten, wie gut die Propellerhalter denn auch halten. Ich hoffe gut. Na gut, wir sehen uns morgen. Bis denn. Ciao!